Ich kann das nicht überleben. Weil jetzt ein Vieh hier reinkommt, bin ich tot. Alter, verpisst euch! Boah, hier sind so viele. Hier sind so viele! Ich brenne, ich brenne, ich brenne! Geht weg! Hallöchen, ihr Unfähigen da draußen und willkommen zu einer neuen Folge SkyQuest. Heute wunderschön am Montag und wer die letzte Folge nicht gesehen hat, schaut rein. Sollte ich euch angucken, da ist nämlich was passiert, ich bin tot. Weil die ja. Nämlich unfähig ist. Ultra unfähig. Ja, sehr unfähig. Ihr solltet euch die angucken, da kommt noch ein Highlight von die Tage. Und ich habe die letzte Folge ohne Dalo und ohne den Mr. Unfähig auch gemerkt. Nein. Wer ist unfähig? Nee, du. So, nee, und du. Ich werde dann jetzt mal hingehen. Und Baloo hat gesagt, ich soll jetzt erst aufnehmen und dann auf den Server kommen. Und ich wurde angeschubst, YOLO. Und dann auf den Server kommen. Das tun wir jetzt. Join Server. Mal gucken, was abgeht. Update, was abgeht. Und jetzt ich habe halt aus Langeweile heute, ja, heute am Sonntag war mir ein bisschen langweilig. Habe ich ein bisschen offstream gearbeitet. Hallo. Leck mir da am Kraleder. Ich habe erstmal so ein bisschen von oben den Kram hier runtergeräumt, der uns da in meinem Weg war, so die Lava-Produktion. Jetzt mache ich hier gerade den schönen Igneous Instruder Gedöns. Ja, da haben ja ganz viele Leute gesagt, macht das doch mal, der macht euch doch Cobblestone, ne? Und da habe ich gesagt, okay, weil Early auch immer so umgenervt hat, habe ich gesagt, okay. So, und dann kriegen wir daraus Cobblestone. So, dann gehst du hin. So, jetzt ist schon mal Watta drin. Watta. Dann verbindest du das Ganze mit unserem ME. Warte, jetzt muss ich erstmal Lava drauf. Scheiße, ein Item zu wenig. Ein Röhrchen zu wenig. Aber halt mal, ich glaube, ich kann hier was sparen. Nee, kann ich nicht. Ich hol mal doch, eben neue. Doch, kann ich? Nee, kannst du nicht. Nee, siehst du? Doch, klar. Hier, komm doch. Komm her. Warte. Hier. Wo, ja? Diese beiden nach oben setzen, kannst du den hier mitnehmen, die Ecke. Ja, ich könnte das nämlich einfach so machen. So. Ja, ich dachte nur, dann haben wir diese blöden Anschlüsse da nicht an dem scheiß Ding, aber... YOLO, aus. Aus, Sitz, Platz, Beifuß. Jetzt können wir nämlich die einfach hier verbinden. Verbinden, so... nee, das ist falsche Kabel. Sag mal, machst du da schon wieder, weißt du? So, guck, beschwer dich doch nicht, Mr. Unfähig. Mist, du bist unfähig. Die sind auch alle voll mit Energie. Ich muss die, glaube ich, mal an das Stromnetz anschließen. So, aber jetzt müssten wir theoretisch... Hast du es noch nicht gemacht? Oh, jetzt läuft da Lava ins Wasser und nein. Das war jetzt dumm. Mach das mal so. Lieber von hier. So. Jetzt müsste halt Wasser und Lava. Jawohl. Und guck. Jetzt kommt Cobblestone raus und es klappt. Und so, und jetzt beim Output packst du Itemdrucks ran und die... Ich frage mich gerade, wo der die hinschmeißt. Ah, die bleiben drin, okay. So, jetzt geht das nämlich an diesen Verteiler hier oben, diese komische Cobblestone-Generationsmaschine hier. Ah, geil. Irgendwann du die ganze Scheiße aus. Es regnet Cobblestone! Hol mir mal, die kann ich Kiste. Pass auf, Early, schnapp! Early, schnapp! Schnapp, Early! Early, schnapp! Warte, ich geh mal nach oben. Hast du eine Kiste gekriegt? Ich brauche eine Kiste. Nee. Liegt wohl oben wahrscheinlich. Mist. Schmeißt du sie einmal durch das Loch? Hallo? Liegt hier auch nicht. Was? Kisti, hast du sie? Kisti? Meine nee. Kisti sind ja. Ich brauche eine Kiste. Musst du haben. Ah, hab ich. So, pass auf. Hier. Komm mal her. Nee, ich kann jetzt gerade nicht. Ich muss mal eben warte. Die Maschine wieder ans Laufen kriegen hier. Diese komische Cobblestone-Maschine hier. Oh Gott, das Ding ist voll. Oh, mein komplettes Inventar ist ja leer. Da war ja was. Aber jetzt ist mir Jacke wie Hose gerade. Nützt dir eh nichts mehr. Kannst du dich jetzt drüber aufregen oder kannst du sein lassen? So, jetzt setzen wir einfach die Kiste hier oben drauf. Das hier. So. So, pass auf, warte. Baloo, warte. Du musst. Wir können hier kurz mein Inventar lernen. Aber das Ding hat ja gar keinen Strom mehr. Wunderschön. Du musst hier, warte, ich versuche den Block abzubauen. Hier, ja. Da. Ich baue jetzt einen Block ab und da musst du das ransetzen. Die Verkabelung, dass da die Kabel zu uns reingehen. Weil das ist die Kiste, die alles ins ME reinpackt. Ich will aber das Cobblestone nicht in. Das brauchen wir für die Lava-Produktion. Herr Bob Early.
Ja, aber wir brauchen doch generell Kabel. Wofür brauchen wir Kabel so nochmal? Ja, eben, brauchen wir ja nicht mehr. Du hast die Quest doch für alles. Fertig. Wie für alles? Auch für die Dinger hier, für die. Aber da brauchen wir doch. Ja. Aber ich brauche auch hier unten Cobblestone für die, für die Lava-Produktion. Die dürfen wir nicht außer Acht lassen. Das können wir uns doch rausholen hier, oder? I have some time. So, mach ich den Lever hier drauf. Zack. Keine Steine. Aua. So, theoretisch müsst ihr jetzt da oben, genau, da gehen jetzt die Steine rein. Ich weiß nicht, ob das Ding vielleicht sogar schneller ist als ein normaler Blockbreaker, aber ich glaube nicht. Ich glaube, der ist ungefähr genauso schnell. Nee, der ist schneller. Nee. Knapp. Der verbraucht auf jeden Fall weniger Energie und ist nicht so laut. Ja klar, der macht immer plock, plock, plock. So, dann müssen wir, jetzt ist die Frage, machen wir unten das Ding hin? Was? Mit dem Sieber oder nicht? Also du meinst die Erzproduktion hier unten oder oben? Ich würde die auch hier unten machen. Können wir machen, aber guck mal, du könntest uns noch, ich habe jetzt ein Pulverizer. Wir bräuchten eigentlich drei, weißt du? Dann könnten wir nämlich aus Cobblestone Gravel machen, aus Gravel Sand, aus Sand Dust. Und dann hätten wir nämlich alles, was das Herz begehrt, weil die produzieren ja auch nebenbei ein bisschen Sand und so. Und mit das kann man einfach viel besser arbeiten. Brauchen wir nur eine Auto-Package und Co. Ja, das mache ich dann. Aber ich dachte aber eigentlich, dass wir zwei Pulverizer hätten. Warum finde ich denn keinen zweiten Pulverizer? Oder ist der nicht Maschine gelandet? Weiß ich nicht, weil du unfähig bist. Du kannst jetzt einmal die ganze Stromversorgung wieder anschließen hier. Ja, ich meine, wir brauchen eine Notstromversorgung. Wir können ja das ME gerade nicht nutzen. Ja, ich wollte eigentlich, aber das geht so nicht. Ja, ich mache jetzt hier die. Leider können wir nicht alle Kabel unsichtbar verlegen. Das ist ein bisschen doof. Also so ganz. So, das ME hat auf jeden Fall wieder Strom. Ne? Vielleicht ist da ja noch ein Pulverizer reingerutscht beim Aufräumen. Ja, ist da noch einer drin. Aber wir bauen noch einen zweiten. Dann Hammer genug. So, Pulverizer. Brauchen wir das für? Und einen Pist. Was? Wir haben kein Holz? Wie, wir haben kein Holz? Wir haben müssen keine wir Bretter haben. Mehr. Ja, wir haben keine Bretter mehr. Alles nur noch Baumstämme. Ja, das ist klar. Hallo, ey. Ja. Weiß ja nicht, was du meinst, aber wir haben jetzt 134.000 Zerpicks. Ach, Early. Könnten wir jetzt das bitte ausschalten? Ne, der ist jetzt bei den letzten Dingen hier. Wenn er die Bäume weg hat, dann ist er fertig. Hier kurz gucken. Und du machst dann keine neuen mehr davon rein. Habe ich nicht vor. Will ich auch für dich hoffen. Vinny, was willst du von mir? So, da ist der zweite Pulverizer. Der dritte meine ich. Jetzt haben wir alle drei. Jetzt gehen wir nämlich nach Unne. Runa gehen wir da. Nach Unne, Runa. Mir fällt auch gerade ein, die ganze Maschinerie hier hat auch keinen Strom mehr. Der Planter und der, aber den greifen wir jetzt mal direkt ohne Zwischenspeicher. Warum kriegt die Hardened Energy Cell immer wieder Strom? Weil die Energy Cell von unten versorgt ist. Ach so. Die ist am Kraftwerk angeschlossen. So, jetzt müsste dein... Oh, jetzt ruckelt's gerade, weil ich gerade den Harvester wieder angeschaltet habe. Da müsst ihr jetzt alle Bäume ruckzuck wegmachen. Theoretisch. Ja. Du musst es hier noch verbinden, hier hinten. Nee, läuft schon. Ist schon alles verbunden. Ja, hier hat trotzdem die Kiste. Sobald die voll ist, arbeitet er nicht weiter. Ach, scheiße. Ja, hier ist ja diese eine Chest, wo alles reingeht. Komme ich also auch nicht um dieses Kabel drumrum. Ja, das könntest du einen tiefer verlegen. Du könntest mir mal gerade einen Arsch retten. Aua, ich hab keine Waffen. Aua, Halloui, du musst mir den Arsch retten. Ich sterbe, Halloui. Ruckelt bei mir gerade etwas. Genau, ich bin zu Hause. Oh Gott, da kommt ein Skelett aus unserem Haus. Ach, warum sind denn hier so viele? Geh doch schlafen, Mann. Kann ich nicht. Ich hab's dir aber befohlen. Ich bin tot. Ich werde das nicht überleben. Wobei jetzt ein Vieh hier reinkommt, bin ich tot. Alter, verpisst euch. Boah, hier sind so viele. Wir sind so viele, ich brenne! Geht weg! Ihr Lutscher! Geht zu Early, hab ich gesagt! Oh, einer mit dem Goldhelm. Der brennt ja nicht. Oh, ich hab nicht mehr so viel AP. Ich geh dann mal weg. Geht doch zu Early, meine Fresse! Ich reck auch, glaub ich, gerade nicht mehr. Netherrack braucht die. Early machen. Ja, los, spreng dich in die Luft, ja? Los, tu es. Mining Level Stone. So. Nimm ich die jetzt mit. Hat das jetzt da oben funktioniert? Erntet der wieder ordentlich? Lass sie stehen. Wir müssen auf jeden Fall eine automatische Dingensfarm bauen. Weil ich weiß, dass wir irgendwie 10.000 Toastbrot brauchen. Oder so. Eine automatische was? Brot?
Wir brauchen ungefähr 10.000 Toastbrot, soweit ich weiß. Ja, das kann sein. Und? Nix und. Ja, wie nix und? Irgendwas wolltest du mir damit doch jetzt sagen. Dass wir eine Menge Sachen brauchen, dass wir eine automatische Farm brauchen. Und da ist ein Creeper. Ja, ja, das wenn wir genug Holz haben... Halbes Herz! Wenn wir genug Holz haben, dann... Ach, stimmt, ich muss ja was essen, sonst bin ich gleich tot. Aua. Jetzt habe ich hier noch so einen Sludge-Boiler. Den haben mir ganz viele Leute in die Kommentare geschrieben. Den soll ich doch jetzt endlich mal anschließen. Das mache ich jetzt auch. Aber der muss halt möglichst weit weg von uns, weil wenn man in die Nähe kommt, kriegt man halt... Ah, scheiße, viel Schaden! Für was war der nochmal da? Der verwertet im Prinzip die Matsche, die beim Baumfällen entsteht und macht daraus wie die Matsche. Sinnvolle Items. Was für Matsche? Gerade, wo ich den hinstelle. Am besten hier am Rand. Nur leider muss ich dann ein Kabel hin und ein Kabel zurücklegen. Ja, warte mal, haben wir denn noch genug? Fluidukte vielleicht? Fluidukte 2 noch, super. Es entsteht so eine Seuche beim... Na geil. Kannst du mal ein bisschen Kopper in die Schmelze reinschmeißen? Ich muss ja immer neu ausrüsten gerade hier. Nix habe ich hier, gar nichts. Wow, wir haben einen Pfeil. So, ein bisschen Iron. Oder davon haben wir auf jeden Fall genug. Okay, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10, 11. 12. Na geil, doch wir haben Copper Ore Dust. Wood. Oh gut, haben wir genug von, nehme ich mir ein Stack mit. Sticks haben wir hoffentlich auch. Schmeißen das ja yep. In diese Maschinerie rein. Zack. Da bringt das. Ein ganzes Netherrack. Ach, könnt ihr jetzt mal aufhören, die ganze Zeit zu spawnen, ihr scheiß Creeper und Penner und so? Ist falsch mit euch. So, jetzt fordere ich einmal ein bisschen was hier, bevor ich hier verrecke. Scheiße, jetzt habe ich meinen Toast hoffentlich nicht in den Kompost getan. So. Das haben wir auch. Was brauche ich jetzt noch? Ich brauche eine Axt. Eine Axt. Nehmen wir die. Ey. Aber wie viele sind denn ja vorhin da gespawnt? Balui, ich sterbe, ich sterbe. Balui, Balui, helf mir. Early, ich hab. Was? Du hast doch Kisti. Ja, Kisti hilft mir. Nicht? Ohne Kiste. Was macht der Sludge-Spoiler jetzt genau? Das verstehe ich nicht ganz. Der erstellt Items aus Seuche. Okay. So, aber das Problem ist, ich habe einfach zu wenig Fluidukte. Kann das also nicht weiter treiben jetzt hier, das ganze Mist. Kannst keine bauen? Also dafür brauchst du Dingens oder was? Ja, ich brauch Copper. Und da haben wir okay. Nicht mehr so viel. Ich weiß auch gar nicht, ob man diese ganze gehabt? Schmelzerei... ja, wir müssen jetzt die ganze Erzraffinerie wieder in Gang setzen. Aber ich wüsste mal gerne, ob man das Schmelzen verautomatisieren kann. Ich glaube nämlich nicht. Ich wüsste nicht, wie. Kann aber einer in die Kommentare schreiben, wenn ihr eine Idee habt oder wenn ihr vielleicht sogar wisst, wie man diese Schmelze verautomatisiert. Also, dass der automatisch uns Barren erstellt. Oder sowas. Ja, wäre geschmeidig, wenn ihr das wüsstet. Würde das ja, wobei, machen. Ja, das geht schon, nur das Problem ist, dass die halt, ja. Und so, ne? Aha. Ja, jetzt weiß ich mich, jetzt kenne ich mich gleich viel besser aus. Ich habe so einen schlauen Mitspieler. Nein, das Problem ist ja, dass die Sachen vermischen, deswegen müssen wir gucken. Nein, nicht in der Stahlschmelze. In der Stahlschmelze vermischt sich sowas eben nicht. Ja, aber das Problem ist, dass wenn da jetzt nur noch irgendwie, keine Ahnung, ein Nugget oder so drin ist und oder irgendwie zwei Barren und das Ganze dann in den Cast and Basin, also in diese Ding reinfließt, dann fließt es ja nicht zu Ende, weil da nicht genug drin ist. Du kannst einen Autonomous Activator da einfach ranpacken oder was das war. Oder irgendwas kannst du da ranpacken und dann macht es automatisch aktiv und füllt da immer raus. Und dann machst du einen Hauptbar, dann klappt das. Nur, wie gesagt, wenn da halt zu wenig drin ist, dann läuft das nicht weiter. Ach so. Wahrscheinlich. Geh mal da weg. Da werde ich jetzt einfach hier parallel dazu die Itemdukte verlegen. Auf dieser Höhe hier irgendwo. Kisti! Weg mit dir. Kisti, komm weg da. Lass den Balui den Unfähigen in Ruhe. Ich bin nicht unfähig. Ich bin der Einzige von euch, ach, der du. Immer produktiv ist. Das sagen sogar die ganzen Zuschauer andauernd. Und Balui, du bist der Einzige, der produktiv ist. Die anderen beiden sind ja so dumm. Stimmt, warum spielst du überhaupt mit denen? Wir haben ganz, 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 ganz viele Quests zum Abgeben.
Guck mal, also unter, was soll ich jetzt nehmen? Nahrung. Den Ziglik Assembler oder den Liquid Crafter? Das, was dir schöner im Ohr liegt, würde ich sagen. Den Liquid Crafter. Was auch immer das ist. Ja, ich weiß es nämlich auch nicht. Warum gucke ich da nicht einfach rein? Ah, oh Gott. Wenn ich das sehe, habe ich schon wieder gar keinen Bock mehr. Ich zeige dir gleich, was ich meine. Kann man daraus Sachen bauen? Efficiency 5 und Fortune 5? Alter! Was? Achso, und die kann man immer wieder aufladen. Das ist ja geil. Eine Flux-Dingsbums-Instructor. Ja, die Pickaxe. Ja, ist ja geil. Die ist schon ziemlich cool. Dann nehme ich die nur noch. So, jetzt nochmal, welche Quests, wo, bei welchen Dingen sind wir denn? Dann nimmst du Skyblock, da können wir die Kill the Zombies. Hell's Kitchen. Ja, der Hell's Kitchen sind genau ganz das viele. Machen. Das habe ich alles schon gemacht für dich. Da brauchen wir übrigens, wenn wir jetzt bald das Holz genug haben, dann machen wir nämlich einfach die Hell's Kitchen. Deswegen sollst du auch diese scheiß Blätter haben. Ich weiß, dass wir später irgendwie um die 500 Hamburger oder so machen müssen. Mhm. Ja, guck mal hier, Tomaten, da brauchen wir allein 10.000 Stück davon. Ja, ist ja die Frage, ob man das überhaupt so lange dann durchzieht, dieses Projekt, bis man die alle hat. Ja, also das ist der Sinn in die Quest. Ich weiß nicht, irgendwann langweilig für die Zuschauer Aua. Wird. Aber ja. Wobei diese Monstermaschinen in Mega-Automatisierung zu bauen, reizt mich schon im Moment etwas. Also ich sage ich dir ganz ehrlich, ich weiß noch nicht so... Ja, das ist halt schon irgendwie cool. Ich weiß halt noch nicht so genau, wie man das lösen kann. Manche Sachen weiß ich halt noch nicht und manche, ja, mal gucken. Mal gucken. Mit den Ender Lily Seeds bekommen wir Ender Pearls. Ja, das weiß ich. Aber dafür brauchst du Endstone. Das wächst nur auf Endstone. Hä? Ja. Die wachsen hier bei unserer Farm. Ich habe die gerade geerntet. Echt? Ja. Glaub, die wachsen nur auf Endstone. Ups. Die wachsen nur auf Ente. So, Sludge ist dran. Jetzt fehlt noch die scheiß Stromversorgung dahin. Also ich denke mal, wenn das Ganze automatisiert wäre, dann können wir ohne Probleme die Quest auch erledigen. Das wäre halt zum Beispiel Kram, wenn das halt ein bisschen länger dauert, den ganzen Kram, wo wir dann größtenteils im Warten müssen oder nichts zu tun haben, dann könnte man auch vielleicht ja noch, wenn das Projekt sich dem Ende neigt, hingehen das Ganze vielleicht nochmal irgendwie ein Stück Livestream, wo wir vielleicht noch Tipps geben können und sowas. Du könntest, dann erstmal viel gucken, einfacher, du könntest einfach einen Dings machen, einen Chunkloader, dann lädt das nämlich, dann wird es auch weitergearbeitet, selbst wenn wir nicht da sind. Dann sind die Festplatten aber definitiv voll. Ja, das stimmt. Aber es würde gehen. Ich wollte es ja nur gesagt haben. Ja, das ist Tomate. Energie. Oh, Tomaten zieht. Ich brauche... Hier ist die, komm. Ach, wir hatten ja keinen Invar mehr. Iron und... Ich brauche Iron und Nickel. Iron haben wir hier genug drin, ich brauche nur noch Nickel. Ja, dann geht's ja. Nickel. So, gut, Erdi, ich glaube, du musst auch was machen, oder? Moment, guck mal hier, ich will dir kurz zeigen. Als allererstes. Zip, das clearen wir hier, guck mal hier. Guck mal rein. Krieg schon wieder keinen Bock mehr. Ach, das ist eine automatisierte Flüssigkeitsproduktion. Okay. Oh Gott. Hallo, ich guck mal, was ich bekommen habe. Glas! Buntes Glas. Tust es bitte in die Kiste und legst es nicht am Boden. Wo bist du schon wieder? Nicht in die Kiste. In unsere Maschine. Dann packen wir das hier drin und dann würde ich sagen, Leute, wenn es euch gefallen hat, gebt ein Däumchen nach oben. Wir würden uns drüber freuen. Ich wenn ihr dann auf jeden Fall. Mal an, ob diese Maschine wirklich so viel Cobblestone produziert, wie ihr das versprochen habt. Sekunde. Kisti! Ah, ja, man kann mitarbeiten. Du hörst halt nicht die ganze Zeit im Hintergrund. Psst. Ja, psst, psst. Das finde ich auf Dauer mega stressig. Trotzdem würde ich das gerne beschleunigen, aber ich glaube, das kann man nicht mehr beschleunigen. Höchstens einen zweiten. Du kannst einen zweiten, ja. Ja, das hat er schon. Den kannst du einfach drüber packen. Daneben. Oder daneben. Daneben am besten. Gut. Das soll ja relativ gut funktionieren. Gut. Das ist der Kram, den wir dann beim nächsten Mal machen und ich hoffe, dass wir auch beim nächsten Mal dann finally dann endlich die Farm zusammenkriegen. Du musst mir nur sagen, wie man ein Item-Duct baut oder wir basteln ja dann zusammen. Und dann. Welche ja. Farm? Die Dirt Farm. Ach so, da hinten. Ja, du musst einfach nur das machen, was ich damit angefangen habe. Und unten drunter halt. Ja, ich muss halt gucken. Es ist halt dieses ganze Technikkram. Das ist nicht so teilweise nicht mein Ding, weil es halt so umständlich und kompliziert ist, manche Sachen zu bauen. Aber da gucken wir dann beim nächsten Mal wieder. Und Baloui baut bis dann auch noch ein zweites Festplattengerät. Oh, ich bin müde. Ach ja, haben wir überhaupt erwähnt? Dalu ist gar nicht dabei heute.
Dalo ist heute nicht dabei, falls es euch noch nicht aufgefallen. Nö, der ist nicht da, den wollten wir nicht. Der hat heute wirklich keine Zeit, es ist mega knapp geworden heute und wir nehmen aber jetzt heute Abend, nehmen wir jetzt noch auf, heute sehr spät Abend und dann kommt am Mittwoch zusammen wieder mit Team Unfähig. Hoffentlich. Gut, dann sehen wir uns in der nächsten Folge wieder. Gebt einen Daumen nach oben, wenn es euch gefallen hat. Haut rein. Bis dann, tschüss. Zombie!